Alter. Leute, fahr doch nach rechts. Dumm. Bus, Alter. Der Bus muss abbiegen. Er dachte, er kann rechts stehen bleiben, damit er vorbei kann. Lell, Bus, du bist zu fett, Digga. Fahr doch vor, du dumme Fotze. Alter. Leute, fahr doch nach rechts. Dumme Fotze, Alter. Ich verstehe mal nicht, wie die Leute es hinbekommen. Ob die vergessen, dass sie über Rot fahren dürfen, so wie ich? Echt übel. Ey, das wäre zum Beispiel kein Job für mich so. Du versuchst ja irgendwie Menschen zu helfen, Menschen zu retten. Es kommt auf jede Sekunde an, teilweise. Und dann würde ich ja so ragen, weil es ist ja nun mal Fakt, dass die Leute nie beiseite fahren oder nie richtig beiseite fahren, weil die immer irgendwelche Bedenken haben oder sonst was. Ich würde so ragen, oh mein Gott, du Scheiße, die haben ja so einen Lautsprecher, ich würde über den Lautsprecher sagen, du Scheiße und so und verpiss dich von der Straße. Also zumindest denke ich, dass sie einen Lautsprecher haben, weil ich es schon mal gesehen habe im Video von... ganz viel Rollsplit. Video von... Natürlich fällt er mir nicht mehr ein. STVOMG oder so. Also irgendwas mit Straßenverkehrsordnung. Ich kann ja so ein Video hier einmal verlinken. Piu, piu, piu. Könnt ihr euch reinziehen? Der Typ ist auf jeden Fall ganz nice und irgendwie in einem von, also ich hab nur ein Video von ihm gesehen, wow, das war ein bisschen zu viel Schräglage, war auf jeden Fall ganz nice, da kam so auch so irgendwie so Johanita oder irgend sowas, auf jeden Fall so ein altes Crap-Ding und der meinte dann über den Lautsprecher so, ja, bitte einmal die Straße freimachen, bitte einmal über Rot fahren oder irgendwie so, und das ist schon funny, ich würde die ganze Zeit da übelst rumhaten. Also es wäre kein Job für mich. Also Fahrer gerne, weil ich fahre gerne schnell und so. Und dann auch noch über Rot zu fahren, ohne dass einem was passiert, ist doch nice. Also ich möchte niemanden verleiten. Das ist natürlich nur für Sondereinsatzfahrzeuge und so. Für sonst niemanden. Das ist auch ganz klar. Aber wenn ich jetzt fahren würde, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich da so ruhig bleiben könnte. Zumindest nicht in den ersten paar Wochen. Ich glaube, dann merkt man ja oder dann gewöhnt man sich ja an die Scheiße. Ich könnte ja nicht ruhig bleiben, ich würde übelst ragen. Wäre eigentlich geil. Überleg mal, ich hätte hier so einen Lautsprecher. So. Du Hurensohn, warum schneidest du mich? In letzter Zeit arbeite ich viel mit der Hinterradbremse, weil, also das ist ja natürlich jetzt nur ein Grund, so, weil meine Vorderradbremse ja unendlich krank quietscht. Und ich hasse es, wenn es quietscht, also wenn die Bremse quietscht. Das hasse ich auch beim Auto. So, deswegen arbeite ich relativ viel mit der Hinterradbremse und ich muss sagen, seitdem ich nicht mehr in der Fahrschule war, seitdem habe ich eigentlich die Hinterradbremse komplett vernachlässigt. Und es geht ja auch den meisten so. Ich glaube, 90% oder so der anderen Motorradfahrer benutzen einfach hauptsächlich die Vorderradbremse, wobei die Hinterradbremse ja eigentlich viel effizienter bzw. viel, wie nennt man das denn jetzt? Viel
Also es ist sicherer. Mein Wortschatz lebt auf jeden Fall. Es ist viel sicherer mit der Hinterradbremse, beziehungsweise es ist ja, also Sicherheit, also ich rede jetzt von zum Beispiel in Gefahrensituationen. Ach, ich habe eigentlich keine Ahnung, wovon ich rede. Ich bin lieber leise. Auf jeden Fall, in letzter Zeit... What the fuck? Was ist das für ein Kratzer? In letzter Zeit viel Hinterradbremse, was auch ein bisschen Übung bedarf. Weil ich habe es wirklich seit ein paar Monaten nicht mehr, also nicht mehr ausschließlich gemacht. Und zum Beispiel komplett zum Halt zu kommen, nur mit der Hinterradbremse, ist eigentlich gar nicht so einfach. Das ist eine übelste Gleichgewichtssache. Und da musst du ja zum Schluss nochmal richtig... quasi mehr drücken, 1, 2, 3, 7 Uhr, damit du quasi wirklich anhältst. Und da kommen die meisten Leute aus dem Gleichgewicht, oder du kommst automatisch aus dem Gleichgewicht, wenn du keine Übungen hast oder wie auch immer. Naja, und ich, was labere ich eigentlich? Ich labere so viel Zeug gerade. Egal. Ist ja egal. Ihr hört es euch ja an, nicht ich. Ah doch, warte, ich muss es mir auch nochmal anhören, wenn ich das Video schneide. Shit. Denn da? Wird er es tun? Das ist schon mutig. Aber er hat das getan. Und ich auch. Also ich hatte auch weniger Schiss. Ich hätte es nicht getan. Ich hab's erst getan, nachdem er durchgefahren ist, weil ich dann musste, okay, der Busfahrer weiß, okay, da gibt's ein paar kranke Bastarde, die sich da durchdrängeln. Naja, ich war dabei. Schlechte Filterentscheidung. Oder auch nicht. Boah, blinkt doch früher. Ah! Was ist das für ein Verkehr, Alter? Filtern angesagt. Filterbäume. Schaffe ich das vielleicht sogar noch? Ja, warten wir mal lieber. Ich habe ja Zeit. Sexistische Scheiße. Aber Scheiße mit so einem SS. Waren das jetzt feministische Nazi-Weiber oder Männer? Das ist irgendwie... Nein, ich war nur dran. Ich habe sie nicht gezogen. Ja, das wird besser. Vor allem, wenn man in Gefahrsituationen, wenn einer zum Beispiel einen schneidet oder irgendwie rausfährt oder so aus einer Parklücke. Oh nein, eins. Nicht übel, mein Freund. Wobei, das Bremslicht von der R1 sieht aus wie ein Tanga. Ist das vielleicht ein Frauenmotorrad? Ich weiß nicht. Gucken, ob wir es schaffen, neben ihm zu fahren. Für ein Closer View. Gut, wo waren wir gerade? Bremsen. Ah ja, genau. Gefahrsituation. Wenn einer zum Beispiel rausfährt, dann kann man viel besser bremsen, wenn man auch von mit hinten bremst. So. Das Vorderrad blockiert nicht. Ja, Digga, du fährst einen Porsche, wir wissen's. Da vorne ist die R1, glaube ich. Tatsache, ich kann den Tanga sehen.
So. Zum Beispiel jetzt in dieser Kurve kann sehr nice bremsen mit der Hinterradbremse. Und stopp. Nice, ich bin stolz. Ja, wie gesagt, also das ist jetzt nur eine persönliche Sache. Ich habe das komplett verlernt, mit der Hinterradbremse zu bremsen. So klar, wenn man Gefahrenbremsung sonst irgendwas macht, dann. Oder wenn man auf der Autobahn fährt, also zumindest wenn ich auf der Autobahn fahre, habe ich auch gerne den Fuß auf der Hinterradbremse, damit ich halt schnell reagieren kann. Weil wenn du ruckartig in die Vorderradbremse gehst, dann auch noch in der Kurve, sonst was, wisst ihr Bescheid. Muss ich nicht weiter drauf eingehen. Und deswegen habe ich mich halt selbst so ein bisschen dabei ertappt, dass ich die halt gar nicht benutze, aber auch im Straßenverkehr hier ist es eigentlich ziemlich nice. Und es quietscht nicht. Was ja auch irgendwie ein Vorteil ist. So, ich glaube, okay, hier darf ich nicht links. Falls die nächste links. Warum bin ich nicht auf die rechte Spur? Fragen über Fragen. Hier ist ein richtiger Horror zu fahren, ey. Richtig dreckiger, räudiger Verkehr. Die Leute wissen nicht, wie sie voreinander, hintereinander, nebeneinander abbiegen müssen. Plus eine Million Fahrradfahrer. Plus eine Million Fußgänger. Das ist echt ätzend hier.